Ich möchte jetzt die nächsten beiden Lesenden hier nacheinander schon ansagen. Ich begrüße recht herzlich unsere Kollegin aus dem Deutschen Bundestag, Vizepräsidentin Petra Pau. Und danach sie einen kurzen Text. Und es freut mich besonders, dass es uns gelungen ist, auch den Schauspieler Dieter Mann zu gewinnen, heute hier zu lesen. Herzlich willkommen, Dieter Mann. Wir kennen Sie alle aus vielen Theaterstücken, aus Filmen und wir kennen auch und schätzen Ihr politisches Engagement. Vielen Dank dafür. Erst Petra Pau, dann Dieter Mann. Ich habe einen Text von Erich Fried mitgebracht. Eine Stimme. Eine Stimme, die eine Stimme ist. Was heißt das? Gibt es denn eine Stimme, die keine Stimme mehr ist? Gibt es denn eine Stimme, die sagen kann, dass diese Stimme keine Stimme mehr ist? Und wenn sie das sagen kann, wie kann sie dann noch hoffen auf eine Stimme, die eine Stimme ist? Und was wird die Stimme, die noch eine Stimme ist, zu ihr sagen? Nein, es gibt keine Stimme, die keine Stimme mehr ist. Aber es gibt eine Stimme, die spricht oder singt anderswohin und nicht mehr her zu der Stimme, die fragt, ob die Stimme keine Stimme mehr ist. Und die sagt, dass sie nicht das Recht hat, so etwas zu fragen. Und die vielleicht nichts mehr hört. Und dann doch eine Stimme hört, die andere Stimme. Und nicht weiß, ob sie sie hören darf. Ich lese aus einem Brief. Ich lese aus einem Brief von Kurt Tucholsky, im 12. November 1933 geschrieben, an seinen Freund Walter Hasenclever. Auch dessen Bücher wurden hier verbrannt. Er schreibt, unsere Bücher sind also verbrannt. Im Buchhändler Börsenblatt ist eine große Proskriptionsliste für in 14 Tagen angekündigt. Dieser Tage stand an der Spitze des Blattes in Fettdruck. Folgende Schriftsteller sind dem deutschen Interesse abträglich. Der Vorstand des Börsenvereins erwartet, dass kein deutscher Buchhändler ihre Werke verkauft. Nämlich Feuchtwanger, Gläser, Hollitscher, Kerr, Kisch, Ludwig, Heinrich Mann, Ottwald, Plevier, Remarque, ihr getreuer Edgar und Arnold Zweig. In Frankfurt haben sie unsere Bücher auf einem Ochsenkarren zum Richtplatz geschleift. Wie ein Trachtenverein von Oberlehrern. Sie haben es so nicht gewollt. Er schreibt diesen Brief aus Zürich. Er ist Jahre vorher in schwedische Emigration gegangen. Gespräch mit einem hiesigen Buchhändler, einem Sachsen. Kleine verschmitzte Ohren, naturalisierter Schweizer. Vermögender Mann. Er, glauben Sie, dass man diese ausrangierten Werfel, Wassermann und so weiter ersetzen kann? Hat die nur die Presse gemacht? Ich, darf ich mal die letzten Börsenblätter sehen? Bitte hier. Und ich lese. Ich lese, und da kommen sie nun aus allen Löchern gekrochen, die kleinen Provinznutten der Literatur. Nun endlich, endlich ist die jüdische Konkurrenz weg. Jetzt aber. Klammer, ich werde nun langsam größenwahnsinnig, wenn ich zu lesen bekomme, wie ich Deutschland ruiniert habe. Seit 20 Jahren aber hat mich immer dasselbe geschmerzt, dass ich auch nicht einen Schutzmann von seinem Posten habe wegbekommen können. Bindig ist ein großer Mann. Dann,
Lebensgeschichten der neuen Heroen und dann Alpenrausch und Edelweiß, Mattengrün und Ackerfurche, Schollenkranz und Mainblut. Also sie machen sich keinen Begriff. Niveau null. Na gut, ich sage zum Buchhändler, werden Sie denn das hier in der Schweiz loswerden? Er? Nö, ich ne. Und nun ging's los. Er wäre ja erst Feuer und Flamme für Hitler gewesen. Aber nun spitzte sich er immer mehr zu, ne? Kurz, Revolution ja, Aufschwung ja, Juden immer feste, aber Geschäfte und nun keine Geschäfte. Das Würdeloseste ist der kleine Mittelstand. Nicht etwa, weil er jetzt nichts tut, jetzt kann man nichts tun. Wenn man uns den Revolver an die Stirn hält, die Wohnungen zerhaut, uns einsperrt und verprügelt und bedroht, was sollen wir denn da tun? Aber dass er nichts getan hat, als wir sie gewarnt haben. Karl Kraus soll über die Deutschen in Österreich gesagt haben, Zitat, die Ratten betreten das sinkende Schiff. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.